gekommen sind. Vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Ermöglichung dieser Veranstaltung, zu der ich sehr gerne gekommen bin. Ich steige gleich ein in das Thema. Ich werde am Rande einige Folien zeigen, aber das Sprechen steht im Vordergrund. Systemische Rivale. Die Etikettierung Chinas als systemischer Rivale durch die EU und in der Folge durch verschiedene nationale Bekundungen, wie unter anderem durch den Berliner Koalitionsvertrag vom November 2021, dienten einer Selbstsicherung des westlichen Bündnisses. Manche sahen sie von vornherein als Teil einer Containment-Strategie gegenüber China. Ich zeige auf den nächsten Folien einmal diese Containment, den Bogen des Containments gegenüber China. Ich zeige, wie China situiert ist zwischen 14 verschiedenen Nachbarn. Ich zeige, wie China selber seine pazifische Sicherheitszone definiert. Und ich zeige, dass es auch natürlich Konflikte im südchinesischen Meer gibt über den Anspruch auf bestimmte Inseln. Die Frage, der ich in meinen Überlegungen nachgehen will, ja, ich zeige vielleicht noch zur Veranschaulichung die amerikanischen Stützpunkte, ein bunter Teppich. Und dann, das lasse ich stehen, die Belt and Road Initiative, die prospektierten Verbindungswege zwischen Westeuropa, China und auch von China nach Afrika. Die Frage, der ich in meinen Überlegungen nachgehen will, bezieht sich darauf, ob wir China wirklich angemessen beurteilen, wenn wir es als systemischen Rivalen bezeichnen. Ich meine, dass dies nicht der Fall ist. Leider aber zielt diese einiger Zeit lautstark geäußerte Klage über Mangel an China-Kompetenz nicht darauf, diesem Mangel abzuhelfen, sondern durch die Propagierung von Feindbildern geradezu zu steigern. Ich sage das nicht als China-Freund oder als wäre ich mit China verheiratet. Ich sage dies aus meiner intellektuellen Biografie heraus, die ich Ihnen im Einzelnen nicht vorstellen will, aber deren Eckpunkte sind, dass ich irgendwann als junger Mann, als Abiturient das Gefühl hatte, dass Europa nicht die Welt ist und dass es eine Welt jenseits Europas gibt. Dazu gehört auch China, Afrika, Südamerika und so weiter. Und ich sage es auch aus meinen Erfahrungen als Leiter einer Forschungsstätte für Frühneuzeitforschung, also zur Forschung über die Vorgeschichte der europäischen Modernisierung und der Ausbreitung dieser Modernisierung in die globale Sphäre. Warum aber muss Europa sich nun wieder mit seinen Flügelmächten, USA und auch Russland ist eine europäische Flügelmacht, warum muss sich der Westen nun heute so gegen China stellen und setzt damit die alte eurozentrische Superioritätshaltung eigentlich doch nur fort, die es doch andererseits ständig versucht abzulegen? Wie ist Kooperation in der Zeitenwende möglich? Zunächst zur Zeitenwende. Neben der Frage, ob wir China angemessen verstehen, ist auch die Frage zu beantworten, wie Kooperation in der Zeitenwende möglich ist. Es kommt mehr denn je, meine ich, darauf an, das Vertrauen in eine regelgebundene und wertegestützte Weltordnung weiterhin anzustreben. Welches am ehesten dadurch geschieht, dass die Regeln und Werte überdacht und unter Einschluss des globalen Südens unter Verzicht auf Gewaltanwendungen immer wieder erneut ausgehandelt werden. Also diese Regeln sind eben nicht ein für alle Mal immer schon da gewesen, sondern sie müssen auch immer wieder neu ausgehandelt werden. Vor diesem Hintergrund beschäftige ich mich mit Kooperation mit China nach oder in der Zeitenwende? Oder ist es nicht doch ein Epochenbruch, den wir erleben, wie manche auch glauben, ganz unabhängig davon, wann man deren und dessen Anfang wirklich datiert? Manche sehen die Epochenwende oder die Zeitenwende schon mit dem Pivot to Asia unter Barack Obama im Jahr 2012. Oder ist es, frage ich, die Rede von der Zeitenwende oder von einem Epochenbruch vielleicht doch nichts anderes
als der Versuch, die Öffentlichkeit auf eine härtere Gangart, möglicherweise auf militärische Auseinandersetzungen einzustimmen und sich selbst krisensicherer zu machen. Diese Zeitenwenden reden am 20. Februar 2022 des Bundeskanzlers wurde kommentiert von einigen, so etwa von Herfried Münkler, der schon bald danach in der Neuen Zürcher Zeitung von einer bevorstehenden Zeitenwende sprach. Es würden, so meinte er, die immer drängender gewordenen Menschheitsaufgaben wie Hunger und Elend im globalen Süden, die Migrationsbewegungen und die Begrenzung des Klimawandels für lange Zeit hintangestellt werden. Dies aber hieße, dass es sich bei der Zeitenwende vielleicht dann doch eher um eine Kehrtwende handelt, mit neuen Bedrohungen. Nach Münklers Ansicht ist die Ära der Globalisierung vorerst an ihr Ende gekommen, weil der Westen zu naiv und vertrauensselig gewesen sei, wie er und viele andere sagen. Andreas Reckwitz, der Berliner Soziologe, geht einen Schritt weiter und glaubt, Abschied nehmen zu müssen vom Projekt Aufklärung und unserer Vorstellung von Fortschritt, der nicht nur Technik und Wissenschaft, sondern auch Recht, Politik und Moral umfassen soll. Reckwitz kommt zu dem Schluss, weil er die Einsicht daneben stellt, dass nicht mehr davon auszugehen sei, dass weiterhin wörtlich das westliche Modell als der Normalfall der Entwicklung erscheint. Dabei übersieht Reckwitz einen entscheidenden Punkt, dass Modernisierung für alle Teile der Welt Verwestlichung bedeuten würde, war seit jeher illusorisch und unter ökologischen und Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu keinem Zeitpunkt wünschenswert. Na? So ist es nur scheinbar plausibel, nach dem Ende einer Illusion gleichzeitig auch das ursprüngliche Projekt der Aufklärung abzublasen. Das sollten wir nicht tun. Wir brauchen die Aufklärung nicht zu beerdigen, wenn wir die Situation der Gegenwart nur richtig analysieren. Wenn der Fortschritt auch Politik und Moral umfassen soll, wäre wichtiger als Demokratieexport und so weiter globale Gerechtigkeit anzustreben, statt den globalen Gini-Koeffizienten weiter steigen zu lassen. Natürlich sollten wir weiterhin auf der Suche nach gemeinsamen Zielen bleiben und Neuaushandlungen von Interessenkonflikten anstreben. Dass China nicht dem Beispiel Russlands folgt, war früh Konsens in China nach der Gründung der Volksrepublik im Jahre 1949. Dass es sich nicht zu Vereinigten Staaten entschied, ist ebenso plausibel. Und dass es zudem einen autoritär gesteuerten Modernisierungspfad verfolgt, ähnlich wie dies in kleinerem Maßstab Taiwan, Singapur und Südkorea taten, lange Jahre als Entwicklungsdiktaturen bekannt, ist ebenso plausibel, wenn man es auch natürlich kritisch sehen muss und sollte. Also, dass es anders als Moskau sein will, ist oft diskutiert worden, und dass es anders als Amerika wird, proklamiert auch der Mitglied des Politbüros und Chefideologe sozusagen Wang Huning nach Erfahrungen mit Amerika und dem Studium der europäischen Geistesgeschichte. China hat Reckwitz als Gewinner der ökonomisch-technologischen nachholenden Modernisierung beschreibt, China bringt sich so als eine Systemalternative zum Westen in Stellung, so Reckwitz, als Kombination aus Kapitalismus, starkem Staat und konfuzianischer Tradition. Soweit Reckwitz, von der weltgesellschaftlichen Entwicklung, die nach einer Logik des Konflikts mit regional offenen Ausgängen verlaufe, sagt Reckwitz zusammenfassend und wieder in die Irre führend, meine ich, das ist wohl im Kern eine multipolare Welt, in der sich China und Russland womöglich in einem strategischen Bündnis gegen den Westen positionieren. Zitat Ende. Solche Gleichsetzung mag einem nicht überwunden ein Blick entsprechend, verfehlt aber die historische und auch gegenwärtig zu beobachtende Realität. Die Gleichsetzung von Russland und China, der sich Reckwitz ebenso anschließt wie seit langem Herfried Münkler und andere, übersieht, dass China und Russland lange,
sehr unterschiedliche Positionen vertraten und Interessen verfolgten und weiterverfolgen und dass der neuerliche Zusammenschluss, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, wie am 30. März beim Treffen der Außenminister Lavrov und Wang Yi in Südchina, erst als Reaktion auf die Einkreisungspolitik der Vereinigten Staaten erfolgte, von der eingangs die Rede war. Ein ganz anderes Tableau tut sich auf, wenn wir in die Wirtschaft, insbesondere in die Großindustrie schauen. Die Wirtschaft spricht von China als einem Teil unseres Wohlstands, wie der SAP-Chef am 22. November diesen Jahres, oder das andere, der Teufel heißt nicht China. Es gibt also auch diese Stimmen. Im China Table, also einer Versammlung von China-Journalisten, heißt es am 4. Dezember, also vor 8 Tagen, zum Papier des Habeck-Ministeriums, welches geleakt wurde über die China-Kompetenz, die erwünschte China-Kompetenz in Deutschland. Ich zitiere die China Table: Außenpolitisch liefert Habeck eine Prognose zum möglichen Angriff auf Taiwan. Sie ist definitiv beunruhigend. China Table kommentiert, China wolle die Taiwan-Frage noch zu seinen Lebzeiten lösen. Als Schlüsseldatum wird, also nicht China, sondern Xi Jinping, als Schlüsseldatum wird 2027 genannt, das 100. Gründungsjahr der Volksbefreiungsarmee. Xi wäre dann 74 Jahre alt und stünde gegebenenfalls kurz vor seiner 4. Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas. Es ist von hohen Risiken die Rede, die sich aus engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit einflussreichen autokratisch regierten und alternative globale Ordnungsmodelle propagierenden Ländern wie China ergeben können. Deutschlands Abhängigkeit müsse also hier gemindert werden, denn im Konfliktfall Taiwan-Szenario könne Deutschland dann erpressbar werden und zur Einschränkung seiner politischen Handlungsfähigkeit gedrängt werden. Und dann wird kommentiert, die USA und Partner in der Region Asien-Pazifik wie Japan und Australien erwarteten im Konfliktfall europäische und deutsche Solidarität, unter anderem mit Blick auf Sanktionen gegenüber China. Das ist also das Setting, welches imaginiert wird für das Jahr hier 2027. Da immer wieder von Werten die Rede ist, geht es darum, nach meiner Überzeugung Abstand zu gewinnen von diesen konfliktbezogenen Rhetoriken, etwa im Sinne von Jürgen Habermas, der dazu auffordert, von den eigenen Hintergrundüberzeugungen wenigstens hypothetisch Abstand zu nehmen und der unter anderem hier schreibt, das wichtigste Reflexionshindernis ist ein unbewegliches kollektives Selbstverständnis, das die Bereitschaft blockiert, von den eigenen Hintergrundüberzeugungen hypothetisch Abstand zu nehmen. Und er sagt dann etwas später, diese Art der Reflexivität wird durch eine Begegnung mit den Grundtatsachen der Moderne nicht schon per se geweckt. Gefördert wird sie jedoch vom interkulturellen Streit über die richtige Konzeption der globalen Moderne. Darum geht es. Auch in dieser Zeit gesteigerter Dringlichkeit, in der wir uns derzeit zu befinden meinen, in der kalte Kriege angekündigt werden oder reale Kriege oder auch stattfinden und Wirtschaftskriege am Horizont stehen. Alle diese Zustände der gesteigerten Dringlichkeit, also des Ausnahmezustandes, der sich vielleicht sogar anbahnt, alle diese führen zu einem Mangel an Distanznahmen und sind durch Nähe gekennzeichnet, die bis zum Aufprall, zum Clash gehen kann. Wir als Bürgerinnen und Bürger, als Wissenschaftler müssen uns immer wieder im Sinne von Jürgen Habermas überlegen, dass wir auch in eine Distanz gehen zu unseren eigenen Grundüberzeugungen, auch zu denen anderer, um eine Gesprächskorridore zu öffnen. Nun befinden wir uns heute in einer Gleichzeitigkeit, einer Zeitgenossenschaft und in der Globalisierung, in der bereits die Welt in eine hybride Gegenwart gekommen ist, wo alles mehr oder weniger miteinander zusammenhängt, und am Klima sehen wir das ja nun überdeutlich.
Und zugleich sind wir doch weiterhin in eigenen kulturspezifischen Gegebenheiten, Befindlichkeiten gefangen und auch in unterschiedlichen Wohlstandslagen. Dabei sind wir zur Verständigung auf Distanznahmen eben angewiesen. Ein Weg hierbei ist die Anerkennung der historischen Konstituierung der Gegenwart. Davon habe ich eingangs gesprochen, das hängt auch mit meiner intellektuellen Biografie zusammen. Dies hat auch der Bundeskanzler Olaf Scholz in seinem Beitrag für Foreign Affairs im Januar, Februar 2023 erscheint das, ist aber schon vorab publiziert. Da können Sie nachlesen, dass er sagt, diese Regionen haben jedes Recht darauf, die Chancen, die sich durch die Globalisierung ergeben, zu ergreifen und im Einklang mit ihrem wachsenden wirtschaftlichen und demografischen Gewicht eine größere Mitsprache in globalen Fragen zu fordern. Und dann, wir sollten diese Regionen zu größerer Beteiligung an der Gestaltung der internationalen Ordnung und zu stärkerer Integration in diese ermutigen. Dem kann ich nur zustimmen. Damit unterstreicht er etwas, was Wang Gungwu, ein intellektueller Chinese, der allerdings in Singapur lebt, hier ist ein konstruiertes Bild mit Xi Jinping, was dieser Wang Gungwu sagt, der über den Traditionsbewusst Chinas sagt, dass China nach vier Abstiegen, die ich im Einzelnen jetzt nicht aufzählen möchte, das können wir in der Diskussion auch aufgreifen, dass China eben jetzt erst im 20. Jahrhundert einen neuen Aufstieg begonnen habe und dieser unter dem Einfluss des Westens und der Nationsbildung Japans steht. Und er sagt in diesem Zusammenhang, China hat allmählich begriffen, skeptisch gegenüber Regelungen zu sein, an deren Verabredung es nicht beteiligt war, vor allem immer dann, wenn sich die Regelungen gegen Chinas Interessen richteten. Vertreter Chinas müssen daher die Überarbeitung solcher Regeln anmahnen. Also ich habe vor Jahrzehnten Wang Gungwu selbst kennengelernt. Das ist ein international renommierter Historiker, der über die Wudai-Zeit seine erste große Dissertation geschrieben hat und ein Experte für Überseechinesen. Das Erscheinungsbild der Überseechinesen, deren Geschichte und so weiter ist. Seit Öffnung 1978 sucht sich China also lernend an vielerlei Institutionen zu beteiligen, um gegen Europa und den Westen insgesamt bestehen zu können, benötigt es, meint Wang Gungwu, zu seinem Schutze eine Flotte, mit deren Aufbau erst in den 1990er Jahren begonnen werden konnte, als man einen noch nicht in Dienst gestellten Flugzeugträger sowjetischer Herkunft aus der Schwarzmeerflotte der Ukraine erwarb. Und mit der Ukraine hat China seither sehr gute Beziehungen gehabt. Und auch das wäre eine Fußnote zur gegenwärtigen Lage. Wang Gungwu sagt, China träumt nicht davon, die freiheitliche Ordnung im globalen Wirtschaften zu ersetzen, sondern es möchte die Zukunft Chinas nach selbstgewählten Regeln organisieren. Die Erfahrungen Chinas haben es für die Interessen anderer sensibilisiert und es gelehrt, auch die eigenen Interessen im Blick zu halten. Und in diesem Sinne, so Wang Gungwu, beteiligt sich China gerne an der Verabredung von Regeln, solange sie nicht von führenden Mächten dazu verwendet werden, China unten zu halten. Zitat Ende. Es wird deutlich, meine Damen und Herren, ohne sich auf den innerchinesischen Diskurs einzulassen, wird das Gespräch nicht in Gang kommen. Wenn Olaf Scholz, den ich ja nun schon zitierte, diesen transitorischen Prozess ins Auge fasst, verwundert es dann aber doch und steht in gewisser Weise im Widerspruch zu dem, was er vorher gesagt hat und was ich zitiert habe, dass er von den Vereinigten Staaten als bestimmender Weltmacht spricht, wörtlich, ich zitiere, eine Rolle, die sie auch im 21. Jahrhundert behalten werden. So Olaf Scholz in dem Januar, Februar 2023 publizierten Beitrag in Foreign Affairs. Solche Positionierungen werden medial untermauert von Autoren wie zum Beispiel Elmar Thewissen, der in seinem Buch Kampf der Supermächte Amerika und China auf Konfrontationskurs über die kritischen
lagen in Amerika auch die Schwierigkeiten der Fortführung demokratischer Verhältnisse in Amerika sehr eloquent und gut schreibt und auch zugibt, dass er nicht mit Chinesen gesprochen hat, auch nicht in China war und natürlich, wie wir wissen, auch von China nicht wirklich viel versteht, aber am Ende dann eben doch schreibt, was Sie dort lesen können, dass es um den Kampf der Demokratie und ihrer Verbündeter gehe. Nur dann kann sich die Wertegemeinschaft, zu der sich Amerika und seine Verbündeten, auch die meisten europäischen Staaten zählen, durchsetzen gegen den menschenverachtenden Autoritarismus des Rivalen China. Um es vorwegzunehmen, auch wenn es Wertekonflikte aufgrund unterschiedlicher Säkularisationserfahrungen gibt, so stimme ich doch der Betonung eines Wertgegensatzes zwischen China und dem Westen nicht zu und auch nicht der von Eberhard Sandschneider gewählten Betonung von Vertrauen versus Kontrolle, analog zu Demokratie versus Autokratie. Ich habe aber gesagt, unterschiedliche Säkularisationserfahrungen, unterschiedliche Staatsbildungshintergründe müssen natürlich durchaus anerkannt und gesehen werden. Solche Gegenüberstellung steht aber in der Tradition alter China-Bildkonzepte, wie sie bereits vielfach reflektiert wurden und eigentlich überwunden sein sollten. Vor allem aber hat China längst das gemeinsame Menschheitserbe des Nachdenkens über Good Governance angetreten und sucht seinen eigenen Entwicklungspfad als Developmental State, ein Terminus, wie er sich für die staatlich gelenkte Modernisierung etlicher ostasiatischer Staaten und auch anderer Staaten eingebürgert hat. Auf diesem Pfad befindet sich China weiterhin mit erklärter Perspektive und zugleich doch naturgemäß offenem Ausgang. Die konstruierte und wie bereits bemerkt unhaltbare Gegenüberstellung von Ost und West führt dazu, dass Themenfelder wie Menschenrechte und Rechtsordnung ebenso wie Humanismus zu Waffen gemacht werden, weswegen man auch allgemein von einer Weaponization spricht. Statt solcher Gegenüberstellung schlage ich vor, Ungleichzeitigkeiten im internationalen Vergleich zu thematisieren und rufe damit den Begriff der Drei-Achsen-Zeiten auf, die natürlich auch was damit zu tun haben mit dem wirtschaftlichen Comeback Chinas, welches in der Mitte des 20. Jahrhunderts 5% höchstens des weltweiten Bruttosozialproduktes hatte und eben natürlich wieder zurück will in einen Anteil, der vielleicht bei 20 oder 30 oder so Prozent liegt. Hier greife ich den Gedanken bei diesen Drei-Achsen-Zeiten, den Gedanken von John Torpy auf, 2017 publiziert, der über der ursprünglichen Achsenzeit, der Zeit von Buddha, Konfuzius und Sokrates, die Karl Jaspers so propagiert hat, eben eine zweite Achsenzeit nennt, nämlich die materielle, den Aufbruch der Welt in die wirtschaftliche Moderne, den ständig steigenden Ressourcenverbrauch, der im Auge, ja, uns selber die Luft abschnürt. Und er kommt dann zu der Idee, dass es eine dritte Achsenzeit geben müsse. In der Gegenwart müssen wir unsere moralischen und intellektuellen Sensibilitäten aktivieren, um die Versprechungen der ersten Achsenzeit in der Gegenwart nach dieser Situation, in der wir sozusagen diese wirtschaftliche Explosionsentwicklung mit Klimawandel und losgetreten haben, in der wir in dieser dritten Achsenzeit diese neu harmonisieren müssen. Die materielle Achsenzeit führte zu einer globalen, schreibt Torpy, wirtschaftlichen Ungleichheit in einem bisher nie gekannten Ausmaß. Also im 19. Jahrhundert haben die Leute ja darüber viele Bücher geschrieben. Und in der Gegenwart erleben wir das immer noch. Und er sagt weiter, und diese Ungleichheit in bisher nie gekanntem Ausmaße wurde auch noch um den Preis der Kannibalisierung der natürlichen Lebensbedingungen auf dieser Erde erreicht. Es geht also darum, diese Widersprüche in einer dritten Achsenzeit zu überwinden. Das heutige Ringen um neue Positionen, auch der handelnden Politikerinnen und Politiker, ist, so unterstelle ich,
Ausdruck solcher Aktivierung der moralischen und intellektuellen Aufmerksamkeit, diese Werte zu realisieren, wie sie in der ersten Achsenzeit entwickelt wurden. Und ich unterstelle diese Bemühungen allen, die sich um Good Governance auf dieser Erde bemühen. Damit kommt mehr ins Spiel als die bisherigen europäischen Selbstgewissheiten. Und vor diesem Hintergrund ist es durchaus verständlich, dass sich chinesische Eliten ihrer eigenen intellektuellen Traditionen versichern. Also nicht nur, also natürlich Konfuzius lesen, aber eben auch die eigenen intellektuellen Traditionen der letzten 2000 Jahren, die wir als Sinologen ja auch begonnen haben, etwas besser zu verstehen. Und so ist es vielleicht auch verständlich, dass dieser Spruch, den Sie hier sehen können im Park, prangt, in dem Xi Jinping sagen lässt, die Xi Jinping-Ideen zum Sozialismus chinesischer Prägung in dieser neuen Zeit sollen uns als Kompass für unser Tun und Handeln dienen und unablässig für die Verwirklichung des chinesischen Traums vom großartigen Wiederaufstieg des chinesischen Volkes zu kämpfen. Sicher, das ist auch vielleicht für andere eine Bedrohung. Darüber muss man reden, das muss man diskutieren. Denn es geht natürlich nicht nur um China, sondern immer auch um andere, auch um uns in Europa, einschließlich der Flügelmächte USA. Und es kommt darauf an, die jeweiligen Grammatiken der einzelnen ihrer Herkünfte, nicht nur der chinesischen, zu kennen. Auch unsere eigenen übrigens. Aber auch die von den Vereinigten Staaten. Das habe ich mal, weil Egon Bahr 100 Jahre geworden wäre. Er hat es nicht erlebt. Er hat mich mal in Wolfenbüttel besucht. Also Abraham Lincoln zum Beispiel hat 1838 oder 1862 zum Selbstverständnis der Vereinigten Staaten von Amerika einiges geschrieben. Zum Beispiel, dass Amerika nur selber sich gewissermaßen retten könne und dass es im Übrigen nicht in internen Angelegenheiten anderer Länder einmischen wolle, wie Sie da sehen, aber natürlich auch nicht will, dass, wie hier steht, could no European armies of Europe, Asia and Africa combined could by no force take a drink from the Ohio or make a track on the Blue Ridge in a trial of 1,000 years. Also das ist das Selbstbewusstsein Amerikas. Uns kann niemand was anhaben und wenn wir untergehen, dann nur, wenn wir selber was falsch machen. Aber er sagt dann eben auch, but we have left to every nation the exclusive conduct and management of its own affairs. Also no interference, keine Einmischung. In der Zeit seit Abraham Lincoln, auf den hat sich ja Barack Obama gerne bezogen, hat sich vieles geändert. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber das zu kennen, diese historischen Grammatiken zu kennen, ist wirklich wichtig. Das Konzept der die Diachronie berücksichtigten Drei-Achsen-Zeiten geht über die statische Kontrastierung von westlicher Wertegemeinschaft und menschenverachtendem Autoritarismus hinaus und ermöglicht die Anerkennung des Konzepts verschiedener Modernen. Schmuel Eisenstadt sprach von Multiple Modernities. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es gibt nicht nur eine mögliche Moderne. Die gegenwärtigen Pläne zu einer neuen China-Strategie durchkreuzen ganz offensichtlich solche Perspektiven, wie ich eingangs angedeutet habe. Wenn man etwa die Entwürfe der Berliner Ministerien zu China-politischen Leitlinien studiert, dann sieht man die Vermutung bestätigt, dass letztlich Umwelt-, Klima- und Rohstoffpolitik Teil der Außenpolitik geworden sind, warum auch nicht, und die Rede von einer systemischen Rivalität sich vor allem auf Ressourcenzugänglichkeit bezieht, was dann eben vielleicht doch noch was anderes ist als Werte-Rivalität und damit den Gedanken einer alle Menschen umfassenden Vorsorge eher ausblendet wieder als bedenkt, worum es ja eigentlich im Augenblick gehen müsste. Es scheint derzeit also eine Neuvermessung des internationalen Kräfteparallelogramms stattzufinden und wie manche frühere Debatten werden auch die gegenwärtigen Aufgeregtheiten vermutlich bald Geschichte sein. Also das ist jetzt die Gelassenheit des Alters, die ich mir erlaube. Dennoch scheint mir Aufmerksamkeit geboten.
Uns muss interessieren, ob China trotz Konfrontationen und daraus resultierender Konstellationen innere Spielräume hat und welche Lebendigkeit, welche innere Lebendigkeit China tatsächlich aufweist. Und dieses wird meistens ausgeblendet, wenn von dem menschenverachtenden China die Rede ist. Die Menschen, die sich intensiver mit China auskennen, die dort vielleicht seit Jahrzehnten Freundschaften, Bekanntschaften und unterschiedliche Gruppen und Universitäten und Regionen kennen, wissen, dass es Spielräume gibt in China und dass man die auch kennen sollte. Uns muss das also interessieren. China will selber im Chor der Nationen beteiligt sein, ohne selbst als Vielvölkerstaat eine solche Nation im europäischen Sinne des 19. Jahrhunderts sein zu können oder zu wollen. Und ich wiederhole den oft zitierten Satz von Lucien Pai: China is not just another nation state in the family of nations. China is a civilization pretending to be a state. Also diese Frage der Staatlichkeit: Kann so ein Land von der Ausdehnung Europas überhaupt ein Staat sein? Das ist eine große Frage. Und wir in Europa, glaube ich, wissen heute noch nicht, ob Europa wirklich ein Staat sein kann. Das führt zu einer gewissen Ambivalenzperspektive bezogen auf das Individuum und die Gemeinschaft oder die Masse, die ich hier nur kurz ansprechen will. Ich habe darüber, Mechthild Leutner hat das ja angekündigt, Chinas leere Mitte oder 1997 China viel Völkerreich und Einheitsstaat. Nachdem wir ja nicht sicher waren, ob nach 1989 China stabil bleibt oder vielleicht sogar zerfällt, weil Südchina nicht immer den Norden finanzieren will und so weiter, darüber etwas gesagt. Und natürlich haben wir eigene Vorstellungen von Staatlichkeit und Gemeinschaft, wenn Sie etwa in Hannover im Rathaus Ferdinand Hodlers Der Schwur anschauen. Und wenn Sie das kontrastieren mit diesem Bild von Feng Zhikai, einem Karikaturisten, der sagt 1949, die Hecke wird getrimmt. Wenn man genauer hinschaut und diese beiden Imaginationen nebeneinander stellt, weiß ich gar nicht mehr so genau, was mir lieber ist. Der sozusagen die Einmütigkeit im Schwur der sozusagen vereinten Masse oder lieber gezwungen zu werden, bestimmte Äste nicht wachsen zu lassen. Also das ist die ganze Frage der Vergesellschaftung und der Unterwerfung unter Regeln oder der Unterwerfung unter ein gemeinsames Ziel, von dem wir ja auch historisch viel sagen können. In China hat es immer den Versuch natürlich gegeben, über Kultur, über die Schrift, über Bildung auch eine gewisse Homogenisierung oder eine Übereinstimmung herzustellen, wie Mark Edward Lewis in seinem schönen Buch Writing and Authority, also Schrift und Autorität im frühen China. Damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen, aber bis heute ist natürlich auch die chinesische Schrift und die Verwendung der Zeichen auch ein Mittel der Einheitsstiftung. Das wollte ich an dieser Stelle doch hier hervorheben. Aber ich will auch hervorheben, dass es natürlich Zeiten großer Bedrängung gab, der Vernichtung von vielen Ästen in der Kulturrevolution beispielsweise, und will hier einfach, weil ich mit Wang Rongfen etwas vertrauter bin, ich kenne diese Soziologin seit 1989, seit sie in Deutschland ankam und wir einen Max-Weber-Kongress, Max Weber und China machten, und sie blieb in Deutschland und hat dann im Statistischen Bundesamt gearbeitet. Die war vorher Soziologin einer chinesischen Universität, aber vorher, Jahrgang 1945, so wie meine älteste Schwester, hat sie als 1966 mit 21 Jahren einen Brief an Mao geschrieben und war 13 Jahre im Gefängnis. Und dieses Buch, was jetzt erst erschienen ist bei Matthes und Seitz, auf Chinesisch konnte es noch nicht erscheinen, schildert die Schicksale ihrer Mitgefangenen in diesem wunderbar geschriebenen Roman, aber es ist eine Dokumentation. Ich will nur sagen, diese Stimmen gilt es auch ernst zu nehmen und nicht beiseite zu schieben. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass es zum Beispiel dieses Bild Xi Jinping in der Mitte, das ist auch eine Gemeinschaftsbildung,
Das wird so als martialische Demonstration gesehen. Man muss aber wissen, dass es nicht immer klar war, ob die Partei, also die Politik, die Vorrangstellung gegenüber der Armee hat, ob nicht irgendwann die Armee sich verselbstständigt, putscht. Und das Bild zeigt die Partei, also der Generalsekretär Partei in diesem Grünen, ist Teil, aber er ist natürlich auch nicht Teil von dieser Armee. Ein spannendes Bild. Und als letztes will ich Gustave Le Bon hier aufrufen mit einem Vorwort von 1938, wo der Autor, der in den 50er Jahren Pädagogikprofessor an einer deutschen Universität weiter war, also ein bekennender Nationalsozialismus, schreibt, was Gustave Le Bon schreibt, gilt nicht für das gegenwärtige Deutschland. Und das Interessante daran ist, dass dieser Gustave Le Bon, das ist heute noch ein Klassiker, das können Sie noch bei Gröner für 12 Euro kaufen, das ist sozusagen der Klassiker für Massenpsychologie, aber er war eben keiner, der an die Massen glaubte, sondern der hat die, wir sind hier in der Straße der Pariser Kommune, ja, der hatte die nämlich 1871 erlebt und erlebt, wie dort auch Kunstwerke und die Tuilerien eben geschändet wurden und war überhaupt nicht so sicher, ob die Massen immer das Gelbe vom Ei sind sozusagen. Insofern habe ich ihn hier nochmal aufgerufen, weil wir immer wieder in dieser Frage der Vergemeinschaftung stehen. Das ist auch ein Thema natürlich in China, wo es jetzt einen stärkeren Han-Nationalismus auch gibt, wie wir auch in dieser Inschrift, die ich gezeigt habe, gesehen haben. Wie verhalten wir uns aber dazu? Und dazu kann man auch wieder von Amerika lernen, denn in Amerika gibt es nicht nur ein Bild von China und nicht nur eine Sicht Chinas. Und während bei uns es so scheint, als gäbe es nur eine Form des China-Bashing, in Amerika gibt es differenziertere Töne. Einen Ton rufe ich auf, er lebt noch, Henry Kissinger, aber das hat er gesagt vor etwa 10 Jahren. Er sagt, die Frage lautet nicht, ob China das 21. Jahrhundert beherrschen wird, sondern ob wir China in eine universellere Vorstellung des 21. Jahrhunderts integrieren können. Also das ist anders als eben China als Feind zu sehen. Es geht also um eine Konstruktion, um etwas, was man gestaltet und wozu man auch das Gespräch suchen kann. Diese Frage möchte ich erweitern, dass es nicht darum geht, dass nicht nur wir China in eine universellere Vorstellung des 21. Jahrhunderts integrieren, sondern wir auch zulassen und gerade wollen müssen, dass auch China eine universellere Vorstellung des 21. Jahrhunderts entwickelt. Und wie besser könnte man das, ich komme gleich dann noch darauf, wenn man miteinander spricht, wenn man sich austauscht, wenn Studenten, Studentinnen wechselseitig hier hin und dorthin gehen. Angesichts der Einsichten in die eigene gemeinsame Vorgeschichte scheint es mir historisch und ideengeschichtlich der Stunde, den Prozess der anstehenden Aushandlungen durch ein Zurücktreten von den eigenen Grundüberzeugungen zu ermöglichen und dabei die Spezifik Chinas nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das sind Studien hilfreich. Jetzt nenne ich zwei. Dorothea Gädecke, die eine wunderbare Dissertation über die Problematik des Demokratienexportes, also dessen, was wir im 20. Jahrhundert hier für uns in Deutschland, in Europa immer weiter verwirklicht haben, wie weit wir das wirklich so umstandslos auf der ganzen Welt auf die ganze Welt übertragen können oder ob das nicht wieder mit Beherrschungsinteressen verbunden ist. Und die andere Arbeit ist Janne Gädecke, eine junge Politikwissenschaftlerin und Rechtswissenschaftlerin, die sich auch mit der Frage der Menschenrechte und der kulturellen Definition von Menschenrechten ausführlich befasst. Ich kann das hier nur aufrufen, weil diese Stimmen auch
wahrgenommen werden sollen. Und wenn wir als gebildete Europäer oder Deutsche solche Themen behandeln, sollten wir doch versuchen, auch wenn wir immer wieder dazu neigen, emotional und spontan zu reagieren und zu handeln oder zu reden, dass wir doch auch die intellektuellen Anstrengungen, die in unserer Gesellschaft ja auch da sind, nicht vernachlässigen, sondern zur Kenntnis nehmen. Gerade weil wir uns in einem vielseitigen internationalen Gespräch befinden und Wissenschaft und Forschung auf einen langen Atem angewiesen sind, hat für uns dabei auch die Unabhängigkeit der Wissenschaft gegenüber der Politik große Bedeutung. Und dass ich das heute sage, hat auch seinen Grund, weil natürlich es im Augenblick starke Tendenzen gibt, die Wissenschaften auch in ein bestimmtes politisches Programm einzubinden und will ich im Einzelnen hier nicht auseinanderfalten. Auch hier wieder ist die Stimme in Amerika zu hören, die zum Beispiel sagen, wir verlieren schon Potenzial, weil sich asienstämmige Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Amerika abwenden. Jessica Chen weist darauf hin, dass diese Entwicklung schon stattfindet und man dürfe nicht in die Falle tappen, China gegen sich selbst zu stellen, in die Trap of China, China. Und sie betont, the United States does not need to beat China in order to win. Das ist wieder diese linke Selbstverständnis. Wir können auch weiter bestehen, da müssen wir nicht andere prügeln, wir müssen uns nur selber entsprechend gut aufstellen und entwickeln. Diese Stimmen gibt es auch im heutigen Amerika und deswegen bin ich weit davon entfernt, hier irgendwie einen Grundkonflikt zu sehen, sondern ich weise darauf hin, dass es auch hier Möglichkeiten gibt und nebenbei bemerkt, können wir uns noch so sehr von China abwenden, wie wir wollen. Wir können nicht verhindern, dass irgendwann es wieder eine neue Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und China gibt und wir dann mit unserer mittelständischen Wirtschaft vielleicht eben ein bisschen weiter ins Hintertreffen geraten. Dass China in einer schwierigen Situation sich weiter befindet, das sagen viele. Zum Beispiel Nies Grünberg vom Berliner Merix-Institut, den ich gerne zitiere, auch wenn ich dem Merix-Institut gelegentlich kritisch gegenüberstehe. Aber er sagt im Vorfeld des 20. Parteitages, der kürzlich stattfand, dass es hier eine starke Belastung auf den Kadern liege, auf allen Ebenen ein sehr heterogenes China irgendwie doch in einer Harmonie zu halten. Das ist eine riesige Herausforderung. Und wir in Europa müssen das eigentlich verstehen, wenn wir sehen, wie schwierig es ist, Polen, Ungarn, Frankreich, England, Italien und so weiter irgendwie zueinander zu führen und miteinander im Gespräch zu halten. Es kommt halt darauf an, und das ist einer meiner Hauptpunkte, dass wir natürlich die Widersprüche, aber vielleicht auch die Stimme von Kevin Rudd, einem der ehemaligen Premierminister Australiens, folgen, der sagt, wir müssen Leitlinien schaffen, wir müssen Gesprächskorridore schaffen, wir müssen über rote Linien sprechen, wo jeder sagt, darüber darf nicht gegangen werden, das kann ich nicht akzeptieren. Man auch respektieren, aber es gibt jenseits der roten Linien weite Räume, in denen wir zusammenarbeiten können und müssen. Und dieser Vorschlag von Kevin Rudd, den er im letzten Jahr deutlich und immer wiederholt auch vorgetragen hat, einen geregelten, ruhig auch strategischen Wettbewerb, eine Managed Strategic Competition zwischen China und dem Westen oder Amerika und anderen, im Auge zu halten, ist, denke ich, eine ganz wichtige Möglichkeit, die zu ergreifen. Es ja auch Leute gibt, die da Vorschläge machen, wie Kevin Rudd, die man nur aufgreifen muss. Ich will nur noch kurz eine Bemerkung vertiefen, die ich zur Ausbildung und zum Bildungsaustausch gemacht hatte. Es gibt in Amerika, ich hatte es angedeutet,
auch das Bewusstsein, America's Education Crisis is a national security threat. Amerika steht tatsächlich vor dem Umstand, dass es nicht genügend ausgebildete Kräfte hat, Arbeitskräfte, ein Bildungsdilemma größten Ausmaßes. Ich will das hier nur aufrufen und es gibt dazu Studien, auch in Foreign Affairs, 20. September 2022, kann man alles nachlesen und da wird aufgelistet, wie die also berufsfähige, ausgebildete junge Menschen in der Zahl steigen, in China, in Indien und wie sie eben nicht steigen in den Vereinigten Staaten und in Europa, in Deutschland, haben wir ein ähnliches Problem. Das heißt, wir müssen diese Entwicklungen ernst nehmen und da können wir auch durchaus von mir aus Wettbewerb treiben und bessere Ausbildung machen als in China und als in Amerika oder die Amerikaner können sich auch anstrengen. Alle können sich anstrengen. Also es lohnt sich im eigenen Interesse hier etwas zu tun. Denn klar ist, die Weltbevölkerung wächst nicht in Europa, sondern in anderen Teilen der Welt. Indien hat inzwischen, glaube ich, ich habe es gestern nicht nochmal nachgezählt, eine größere Bevölkerung als China. Also das heißt, die beiden Länder sind gleich auf. Und insofern werden wir mit diesen Bevölkerungen und mit diesen Populationen nicht nur rechnen müssen, sondern ich glaube, wir sollten proaktiv darauf zugehen. Natürlich gibt es immer wieder Wendungen, wie jetzt die Wendung vom Zero-Covid-Living zum Living with the Virus in China, wo wir nicht wissen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert mit dem Virus. Wir wissen es ja hier bei uns auch nicht. Und natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass es vielleicht auch Dinge gibt, die wir nicht immer verstehen. Hier sehen Sie nochmal, weil das immer so adressiert wird, Xi Jinping, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, der gerade gestorben ist, und Hu Jintao. Und da gibt es dann natürlich dieses Bild, das passt irgendwie, Entschuldigung, da passt irgendwie mein Bild von der leeren Mitte ganz gut. Jetzt habe ich es weggeklickt. Hier, Sie sehen da diesen weggeführten, das, darüber Grund war, ich will da jetzt hier zu nichts weiter sagen. China jedenfalls in seiner Außen- und Sicherheitspolitik langfristig eigene geostrategische Ziele, das ist gar keine Frage. Es geht nicht nur um bloße ökonomische Gewinnmaximierung, sondern auch die Chinas in der Welt abzusichern. Ob sich abwendet oder in anderen bleibt, hängt auch von den anderen, also auch von uns ab. Und dann will ich jetzt meine Meinung auch in dieses Offene hinausführen und nochmal einen Blick zurückwerfen. Ich habe 1975 hier in der Chausseestraße im Bert-Brecht-Archiv Meti die Übersetzung der Werke Metis, die Bert Brecht benutzt hat, um Metis Buch der Wendungen zu schreiben, als er in Svendborg im Exil war. Und habe eine neue Ausgabe dieses chinesischen Klassikers, über den man viel sagen kann, 1975 erschienen, gegen den Krieg, genauer muss man sagen, gegen den Angriffskrieg. Das hat eine lange Tradition. Andere Länder überfallen, ist nicht in Ordnung. Und Solidarität und allgemeine Menschenliebe, auch keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern um 400 vor Christus in China durchaus ein verbreitetes Thema. Es kommt darauf an, diese geistigen Traditionen auch wahrzunehmen und mit im Gespräch zu halten. Rosa Luxemburg und andere, und nicht alle können immer zu Worte kommen, nicht alle Stimmen können ständig gehört werden, aber wir sollten doch unsere Möglichkeit dieser Vielstimmigkeit und diese Vielstimmigkeit wahrzunehmen, nicht einfach verschütten und ablegen. Und in diesem Sinne beziehe ich mich gerne auf die Lessing-Rede. Als Wolfenbüttler habe ich eine gewisse Beziehung zu Gotthold Ephraim Lessing, wie Sie sich denken können, die einmal bei dieser Rede 1957 bereits sagte, menschlich ist die Welt nicht schon darum, weil sie von Menschen her
ist, sondern erst, wenn sie Gegenstand des Gesprächs geworden ist. Erst indem wir darüber sprechen, vermenschlichen wir, was in der Welt ist. Und in diesem Sprechen lernen wir, menschlich zu sein. Diese Menschlichkeit, die sich in den Gesprächen der Freundschaft verwirklicht, nannten die Griechen Philanthropia, eine Liebe zu den Menschen, die sich daran erweist, dass man bereit ist, die Welt mit ihnen zu teilen. Und das ist eigentlich eine so fundamentale Einsicht, dass ich mit diesem Appell und mit diesem Schlusswort meine Ausführungen beende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.